Kaliningrader Landwirtschaft weiter auf Wachstumskurs. Die Kaliningrader Landwirtschaft zeigte auch im Jahre 2018 Wachstum und hat sich zu einem der größten Investoren im Kaliningrader Gebiet entwickelt. Nur Kaliningrader Energieerzeuger und der Logistikbereich sind noch erfolgreicher gewesen. 8,2% aller Investitionen im Kaliningrader Gebiet entfielen im Jahre 2018 auf die Landwirtschaft. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind dies 9,3 Milliarden Rubel. Investitionen von Firmen in der verarbeitenden Industrie hatten nur einen Anteil von 3,6% an den Gesamtinvestitionen. Insgesamt hält somit die Tendenz des Anwachsens der Investitionen in die Landwirtschaft des Kaliningrader Gebietes an. Grund hierfür sind unter anderem die große Aufmerksamkeit des Staates und der Regionalverantwortlichen für die Entwicklung der Landwirtschaft und die reale Unterstützung durch vielfältige Förderungs- und Finanzierungsprogramme. Hervorgehoben wird auch die günstige Finanzierung von landwirtschaftlichen Krediten zu einem Zinssatz zwischen 3-5%. In vielen Fällen ist es möglich, die Zinsbelastung über staatliche Subventionen weiter zu verringern.